Wie es vorhin war, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben heute ein ganz besonderes Video für euch und zwar machen wir heute einen Jahresrückblick vom Jahr 2022, wo wir so durch die ganzen Videos durchgehen, also wie jetzt hier, und dann schauen wir, was wir so alles gemacht haben, was wir erlebt haben, und machen dann später noch ein Unboxing von unseren neuen Border Sleeves, die wir bekommen haben, beziehungsweise die neuen Border Sleeves von Sleeve Chief, und verlosen dreimal Sleeves, drei Verlosungen wird es geben. Und ja, also bleibt auf jeden Fall dran, nimmt am Gewinnspiel teil. Ich denke, wir können loslegen, oder? Jo. So, das Jahr fing an mit einer schönen, netten Bandits-Prediction. So schön knackig. Muss man überlegen, zu der Zeit war IO noch erlaubt. War geil, wir haben so Sense, haben wir gesagt, geht weg, IO geht weg. Sowas war im Fall nice. Sense ist geblieben, IO ist weg. Ja. Krasse Zeiten, ja. War ganz wild, auf jeden Fall. Das eine Jahr. Dann waren wir auf einem schönen Event in Trier. Das war so einer mit einer der besten Regios, auf der wir waren, glaube ich, oder? Safe, hat voll Bock gemacht. Da haben wir die Jungs aus Gladbach kennengelernt. Aus Frankfurt, Grüße gehen raus. Schön, das war das erste Mal. Ne? Ja, ja, die Boys aus FFM. Mit Kais haben wir Deckprofile gemacht. Grüße gehen raus, auf jeden Fall richtig korrekt. Hat richtig Bock gemacht. Und jetzt auf jedem Event, so, man sieht sich immer. Ist immer richtig nice zusammen. Dann hier, hattest du Corona, wo du dieses 5-Karten-Video gemacht hast? Weiß ich nicht. Nee, ich hatte gar keine Corona. Einer von uns hat auf jeden Fall Corona. Letzten Monat hatte ich das erste Mal. Ach, ich hatte da Corona. Ja, ja. Ich hatte da, war dann krank, und dann hat Ramis dieses Set 5 Pass-Video gemacht. War voll nice. Wir haben zwischendurch mal Deck-Profiles von Vlogs gemacht. Von Locals gemacht. Dann Köln-Regio. Genau. Köln-Regio. Die erste. Ah. Erste, wo ich mitgespielt habe. Genau. Ich war ja, wo du schon gezockt hast, war ich einmal dabei, ohne zu zocken, einfach zum Zugucken. In Köln, ja, ja. Einfach 10 Stunden war ich da, ich habe einfach nichts gemacht. 2018 oder so. Da gibt es nichts, ich bin einfach so Rewe gegangen. Einfach. So. Da gab's einfach keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich weiß Auto ein paar Stunden schlafen. 8 Stunden, ja, ja. Ja, das war so schlimm. Dann haben wir noch Live-Videos gemacht von Duellen. Das müssen wir eigentlich auch noch. Darauf kommen wir auf jeden Fall zurück. Aber so, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt. Ob ihr Bock so drauf habt. Einfach auf Duellen. Und wir haben nur zwei Videos. Wir haben einmal Swordsaw gegen Lyrilisk Tri Brigade gemacht und einmal Endlich gegen. Ja, gegen eigentlich war Punk, eigentlich war es Bock. Ja, aber ja, schreibt mal rein, ob ihr ja Bock auf 1 gegen 1 habt. Aber in die Richtung haben wir auf jeden Fall Wildes vor. Können wir euch gleich auch erwähnen. Und zwar haben wir dann hier Köln, genau, da haben wir dann das erste Mal auch Kais, nicht, der Kais haben wir da wieder gesehen. Da haben wir dann Amel getroffen das erste Mal, hat uns den vorgestellten direkt ersten Platz gemacht. Ja, ja, genau. War voll nice, Grüße gehen raus. Dann haben wir. Neues Deck hatte ich. Du hast die neues Deck geholt. Was war das? Swordsaw. Das war da, wo wir, glaube ich, bei Louis waren, die Karten holen oder so, kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Der hat alle 2 Wochen ein neues Deck gehabt, keine Ahnung. Dann haben wir mit dem netten Kollegen Regios, Locals. Deckprofile mit Ruffy gemacht. Stimmt. Dann haben wir das fette Aachen Locals, den Locals Vlog gemacht, der ging richtig cool und viel Kiste hat. Ach krass, wusste ich ja, ja, der ist richtig sehr mal viel, also was man angeguckt hat die letzten 2 Tage, und der wird immer angeguckt. Also da GR61, so wie die das sagen, Back to Aachen Locals, den gucken sich die Leute gerne an. Und das ist auch, glaube ich, unser Kanal-Teaser so. Dann haben wir vor hier 7 Monaten 700 Abonnenten. 700 Abonnenten, wo? Ist das das? Ah, genau, 700 Abonnenten. Hast Special. Du dafür da als Partner da geworden? Haben wir, ja, genau, Ankündigung für Sleeve Chief. Seit 7 Monaten sind wir so mit denen. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Gänsehaut, beste Jungs. Partner, ich höre, unnormal. Ja, da kommen so viele auf euch zu, ich sag's euch. Jetzt, wo das Video, glaube ich, rauskommt, werden, müsste das schon draußen sein, ja, die Hero Border Sleeves, die halt dieses Gewinnspiel gewonnen haben. Weißt du, was wir in dem Paket drin haben? 3, ja, ich glaube schon. Aber welche? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Hero Border Sleeves kommen auch bald, die Deckbox kommt bald, und Mathe haben die, glaube ich, auch angekündigt schon. Die Deckbox wird so wild. Ja, der freut sich übertrieben darauf. Auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr weiter mit Sleeve Chief. Also wir haben resigned, so, es geht weiter. 2023 wird wild, also jetzt. Dann haben wir, ja, waren wir auf den Nationals, ne? Wie fandst du es da? Was war das nochmal? Nationals war in Bochum. Ich erinnere mich null an die Hotels, wo wir überall waren. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Da, wo wir zu viert in einem Zimmer waren, ja, ja, genau. Ich kann mich erinnern, das war ja, geil. Das war echt nice. Dann haben wir auch da nette Profiles gemacht, auch mit Kais wieder. Ach, Bruder, warum sag ich die ganze Zeit Kais? Ich meine Amel natürlich. Alle waren auf jeden Fall da am Start. Wir haben ganz viele Profiles auch mit den guten Ismail gemacht. Ja, das nächste große Event war dann EM. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Bitte? EM kam dann.
Dann haben wir nochmal Prediction gemacht. Wir haben da Balance Prediction Mystic Man auf 0 gemacht. Einfach, dass er jetzt auf 0 gegangen ist. Vor 5 Monaten. Geil. Dann EM-Gewinnspiel. Dann haben wir, waren wir auf der EM. War auch, nein, aber ich habe EM nicht so gefeiert. Ich weiß gar nicht. Wo war EM? Wir zeigen mal kurz wieder. Wo ich gar nicht gespielt habe, ne? EM war da, wo Dingens, wo es nach Chlor gerochen hat im Hotel die ganze Zeit. Das, guck mal hier, siehst du? Weißt du noch? Na, Chlor hat es irgendwo. Wo da war doch dieser Pool, wo keiner drin war. Ach so, ja, da habe ich nicht mitgespielt, da hatte ich Rückenschmerzen. Ja. Da haben wir angefangen. Mit Wer bin ich? So, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Wir machen mal weiter. Bald. Und ein erstes 61-Sekunden-Video. Erst 61-Sekunden-Video, richtig. Ja. Das kraut auch gut rein, kommt bald ein neues. Dann nochmal Regional in, boah, die Matte ist so nice. Regional in Köln wieder, hat Amel wieder gewonnen. Grüße gehen raus zum dritten Mal. War der jetzt in Köln eigentlich auch da? Der muss jetzt Titel verteidigen, war leider nicht da. Ja, leider nicht. Sonst hätte er auch ersten gewonnen. Dann YCS Utrecht. Warst du in Utrecht? Ja, YCS Utrecht, Utrecht war aber, krass. Ja. Utrecht war krass. Zeig mal, wo sie das Hotel aussah. Hast du auch nicht mitgespielt, ne? Doch. Ja? Ah, nein, hast du nicht. Nee? Nee, hast du? Nee, ich hab Side-Event. Angeblich, du hast ein Side-Event. Side-Events. Der hat Side-Event gemacht, erste Runde rausgeflogen. Danach nicht mehr. Beste. Aber die Stadt war krass und so. Einfach der Vibe war heftig. War echt krass. Wie war da das Hotel, sag mal kurz. Erinnerst du dich? Wir waren da zu zweit, ne? Du, ich und... Ja, okay. Du, ich und, ja. Zu zweit. Du, ich und, ja. Yeah. Da, ja, war voll nett. So, hat Bock gemacht. Haben auch Profiles aufgenommen, wie immer. Haben da das 61 Sekunden Frankfurt Video gemacht, war geil. Lass mal kurz Ankündigung machen. Und zwar machen wir jetzt, werden, also haben wir vor, hoffentlich klappt das, auf Locals. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Auf Locals diese Duelle aufnehmen, also Locals, Local Matches aufnehmen. Ich hab eine. Wenn die Leute Bock drauf wenn haben. Wenn die Leute Bock drauf haben, schreibt einfach in die Kommentare. Habe ich mir ein Stativ geholt, so ein stabiles, was sehr kompakt ist. Und damit können wir auf Locals aufnehmen. Ja, es wird auf jeden Fall sehr wild. Darauf haben wir auf jeden Fall viel Bock. Und, wir können jetzt die Sleeves aufmachen, oder? Machen wir auf. Okay. Ich weiß nicht, welche das sind. Okay. Wir machen das auf. Und zwar werden wir euch jetzt dann auch gleich direkt sagen, wie ihr die Werbung eingeblendet. Ja, wie ihr gewinnen könnt. Das ist auf jeden Fall nicht schwierig. Und wir machen drei Gewinnspiele. Das heißt, ihr könnt dreimal 15 Sleeves jeweils gewinnen, wenn ihr an allen drei teilnimmt. Einmal hier, TikTok und Twitter. Der muss ja aber auch machen. Achso, ja. Also, genau. So, diesen Trick macht man einfach mit der Schere, weil das geht dann auch immer einfacher. Kannst du das auch mal rechnen, kann man sagen? Ja. Ihr könnt eine Zahl sagen jetzt in die Kommentare. Warte, ich guck kurz. 4, okay. 1, 2, 3, 4. Hier. Du hast den Kacke unterm Schuh. Du hast das gebastelt. Mache. Okay, danke. Schau, das gehen raus. Schau, das gehen raus. Oh, oh! Ich nicht. Oh, wild. So, also einmal haben hier die Goat Sleeves. Sehr nice. Scapegoat, oder was? Ja. Sag mal. Dann einmal die süß Water Sleeves. Auch sehr nice, also wirklich nice. Ich mag das mehr, wenn die so schlicht sind, wie hier zum Beispiel. Wenn du so richtig viel abgeht, dann ist mir das meist zu viel. Ich mach mal auf. Welche sind das? Wasser. Wasser? Einfach Wasser? Ja, mit geil. Oben zum Dreizack. Auch schön schlicht, ne? Ja, ja. Gib mal die Gold Sleeves. Nice. Boah, wenn ihr so Marienzest-Deck oder so spielt. Ja, ja. Oha, ich kenn dich. Echt. Schau, das geht raus an Tolga. Ne, der hat nicht Marienzest gespielt, sondern... Marienzest hat Dings gespielt. Was hat nochmal Tolga gespielt? 8 Jahre. Cosmo oder so. Nein, mit diesen Kahnkartenritten. Ach so, ja, was war das nochmal? Mermaids. Mermaids, genau. Tolga, hier, deine Sleeves. Der wollte sogar. Tolga, wenn du das siehst, sag welche du willst. Ich tue dir auf jeden Fall 15 zur Seite. Du hast ja letztens gefragt. Sag welche du von denen willst. Wir haben hier noch eins. Schreib's in die Kommentare. Und? Und die von dieser Serie da. Welche Serie? Oder mit den Schwertern. Kenn ich nicht. Doch, Bruder. Slayer oder so. Demon Slayer? Ja. So. Sehr nice. Sag mal. Ich hab die Serie auch nicht zu Ende geguckt, hab ich gesagt. Ah doch, da oben ist das.
Sehr wild. Und zwar. Okay, auch nice. Nice Sleeves, aber die Serie ist auf jeden Fall overhyped. Muss man einfach mal raushauen. So, wie ihr teilnehmen könnt. Hier in diesem Video könnt ihr 15 jeweils, also 15 gewinnen. Ihr könnt euch ausruhen, welche 15. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz, ganz easy. Was ihr sowieso schon getan haben sollt, den Kanal abonnieren, so. 75% oder so sind nicht Abonnenten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung, geht schon mal Kopf rein. Dann schreibt ihr einen Kommentar, ganz easy, für ein Q&A. Also, ihr könnt irgendeinen Kommentar verfassen, aber wir machen halt bald ein Q&A. Das heißt, am besten könnt Aber ihr du musst dafür sagen, über Gier ein Sech, über uns. über uns halt ein Q&A. Unveröffentlichtes Material, privat, Ihr könnt alles Einblicke fragen. ins Ihr könnt alles fragen, Privatleben. so. Ihr könnt fragen, keine Ahnung, Muss nicht über Yugi sein, welche Alter. Socken Rammes trägt oder so. Oder so, woher kommt der Name Gier 61? Ja, zum Beispiel das. Dann like das Video. Liken, kommentieren, abonnieren. Das war's, oder? Ja. Ja, ganz easy. Gleichzeitig, wenn das Video draußen ist, geht in die Kommentare, Twitter-Link. Da wird auch nochmal 15 verlost. Da seht ihr, was ihr da machen müsst. Auch easy. Retweeten, liken, folgen. Und auf TikTok, da könnt ihr auch drauf gehen. Da müsst ihr auch folgen und kommentieren und liken, halt ganz normal. Also, ihr könnt easy einfach 45 Sleeves abstauben oder beziehungsweise euch die Chance auf 15 Sleeves erhöhen, indem ihr an allen dreien teilnimmt. Viel Erfolg an alle auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall TikTok und Twitter vorbei, weil da machen immer so wenig Leute Ja, mit. Ihr habt die richtig gute Chance da ist auf Chancen. jeden Fall richtig hoch, dass ihr gewinnt. So, letztens haben wir auf TikTok, glaube ich, nur 4 Leute mitgemacht, 3, 4 Leute. Und es das heißt so, easy. Easy Clap auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, welche ihr am besten findet. Das wäre auch eigentlich nice. Welch findest du am Falls ihr besten? nicht wisst, was ihr kommentieren Ich für finde Wasser am Q&A. besten. Wasser ist Einfach schön schlicht, ohne viel Motive und geil. so. Die finde ich auch cool. So, muss ich, ja, mit schwarzen Sleeves ist eigentlich nice. Und die sind auch nett, aber ich glaube die. Also auf die habe ich gut gewartet. So. Ich komme die auf jeden Fall an. Dann können wir weiter wieder hoch auf die Kamera switchen, ne? Jo. Dann. Okay, krass. Krasser Effekt eigentlich. So. Wo sind wir stehen Das geblieben? heißt, Utrecht war nice, wild, so. Utrecht war das beste Event bis jetzt, obwohl ich Echt? nicht mitgespielt habe, ja. Oder? Hä? Ich weiß gar nicht mehr. Doch. Also von den ganz Was Großen haben war wir denn da Utrecht das gemacht so bei Beste. Utrecht? Ich habe Bei Utrecht, gechillt, wo Dingens weil Feature Match hatte. Ruffy ist auch irgendwann gedroppt und dann habe ich Ja. mit dem gechillt, bin essen gegangen und so. War Utrecht, wo Feature Match war? Von Luis? Ja, ne? Ja. Ja, genau. Ja, Utrecht war echt nice. Und danach das Beste war das erste. Nuts. Ist Ja, auch genau. gut. Dann, welches Format? Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht über die Formate geredet, ehrlich gesagt, aber Ja, dann fing es an, dann Scheiße zu danach bauen. kam halt Ishizu. Ishizu, direkt danach, vor Und 2 Monaten. da ging dann meine Lust auf Yugi auf null. Dann haben wir Bis ein. jetzt immer noch anhaltend. Achso, wir lassen das mal mit Gewinnspiel, hast recht. G61 Dortmund, Wir haben so Ankündigung. viele Gewinnspiele rausgedroppt, das ist so Echt, das krass. ist echt krass. Also, ihr habt echt viel abgestoppt bei uns, war korrekt auf Von alle diesen Detail wieder ganzen mal. Sachen, was wir in einem Jahr geschickt bekommen haben, haben wir einfach nichts behalten. Nix. Einfach alles weggegeben. Ja, echt. Und die Sachen, die übrig bleiben, die verlosen wir auch bei diesen 61, nein, bei diesen Wer bin ich und so. Und wir haben auch noch welche da. Also, wenn wir auf dem nächsten Event sind, dann können wir das auf jeden Fall abdrehen. Easy, easy clap. Danach kam YCS Dortmund, wo du auch nicht dabei warst. Stimmt. Hä, war Dortmund, wo du das Einzige, wo du nicht mit warst? Ja, Okay. das einzige Große. Dortmund war auf jeden Fall sehr nice so. Wir sind zu dritt hingegangen und haben alle Day 2 geschafft und dann alle erste Runde direkt bei Day 2 raus. War auf jeden Fall ein sehr schönes Event auch. Ich habe Ishizu Tier gespielt, habe das vor dem Event angefangen zu spielen und habe dann während dem Event erst so richtig gelernt, also immer halt dazu gelernt so. Die Vlogs waren wild. Hab da Starlight gezogen angeblich, aber natürlich nicht, also hat man ja gesehen, aber ich habe jetzt 2 Rucalos Das Beste ist ab da, guck mal, die Deck-Profiles nur noch Ishizu-Tier, Starlights. Ishizu-Tier, Hier, nur noch warte, Ishizu-Tier. hier geht's los. Ich hasse Ja, es. Ishizu Ich Tier, hasse Ishizu es. Tier. Ishizu Tier, Ishizu Tier. Ishizu Tier, Ishizu Tier, Ishizu Tier. So schlimm. Ja, Einmal bisschen krass, Sprite. jetzt geht's weiter. Ja, ein bisschen Sprites aktuell. Ja. Dann waren wir auf der OTS Championship, wo du auch dabei warst, ne? Oder? Ja. Ja. In, ne, warst du Gladbach, dabei? ja klar. Nein, OTS Championship warst du nicht mit. Doch. Natürlich war ich damit. Ah, doch, warst du. Aber wir waren noch zu zweit einmal beim Dingens, bei Halloween. Local, ja. Yeah. Halloween Local, genau. Wo ich Finale gemisst habe. Also, ja, ich erinnere mich. Gegen Gegen Dragon Maid, nicht Dragon Maid.
Gegen Rika. Rika, ja. Ja, Rika, best Deck. Rika habe ich richtig gefeiert. Wir sind gar nicht durchgekommen, was wir alles gespielt haben, aber Rammes kennen wir gar nicht, weil Rammes hat unendlich viele Decks gespielt. Das stimmt gar nicht, du hast original mehr als Nein. ich gespielt, doch. Nein. Doch, natürlich. Nein, original nicht. Wie soll ich dir mal sagen, was ich gespielt habe? Es hat angefangen mit Tribegate. Nein, ich meine ab 2022 jetzt. Okay. Ich bin von Cyber Dragon, bin ich auf Sword Art. 2022? Ja, ist so. Ach so, okay. Von Cyber Dragon auf Sword Art geswitcht. Warte, was hast du von bei Trier Sword gespielt? Sword? Was hast du in Trier gespielt? Cyber Dragon. Ja, und kurz danach habe ich mir... Nein, in Trier habe ich schon Sword Art gespielt, glaube ich. Ja? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich von Cyber Dragon auf Sword Art, von Sword Art auf Eldritch, von Eldritch auf... Dann habe ich PK noch kurz gespielt. Mhm. Dann Dingens. Was hast du in Netz gespielt? Dann habe ich nochmal kurz... Zombie. Tribegate. Branded. Branded. Das ist schon locker zweistellig gerade. Ja. Und das war's. Und jetzt Golem. Wie heißt das? Guru. Guru. Ja, wir sind 7 Decks oder so. Ja, und du? Ja, Bruder, was habe ich gespielt? Alles. Nee. Doch. Ich habe Trier habe ich Dingens gespielt. Immer Trier 1 Deck. Nein. Trier habe ich das gespielt. Lyrisk Tribegate. Ja, das war die Zeit, wo ich Sword Art gespielt habe. Ja? Ja. Warte, hier sehen wir, dass du gespielt hast. Wir haben gegeneinander gespielt. So, Eldritch und hier hast du Sword Art. Ja, du hast recht, auch Sword Art gespielt. Was habe ich danach gespielt? Da. Tenny Sword Art. Tenny Sword Art. Sword Art auf Netz, wo ich 71er wurde. Leider habe ich Top Cut gemisst gehabt. Dann hier auf dem Event Rika. Nach Rika habe ich das gespielt. Wie viel sind das? 4. Okay, ich habe noch irgendwo Dings gespielt gehabt, das stimmt. Ich habe irgendwo noch, wie heißt das? Adventure Sprite, nicht Adventure Sprite, Adventure mit Punk gespielt, Punk Adventure, diese, weißt du noch, mit Sense. 5 Decks habe ich gespielt. Ja, ich auch. Naja, du 7 oder so hast ja, du. Ja, aber nur kurz. Okay. PK und so zähle ich gar nicht. Naja. Mathmack habe ich doch gespielt. Mathmack war krass eigentlich, ich habe gut damit rasiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein Video findet. Wie ein Lied findet, was Rammes gesungen hat. Ja. Was? Keine Ahnung. Dann, was kam danach? Danach haben wir halt das gespielt, ne, genau. Und danach halt wieder Locals die ganze Zeit. Ishizu war nichts Besonderes. Wir sind sogar nach Gladbach gefahren für Profile, da war auch Ishizu. Dann kam auch dieses Structure-Deck von Dark World. Und dann waren wir auf der German Open, wo du auch nicht dabei warst. War ein sehr wildes Event. Grüße gehen raus an Ben, der Top 8 gemacht hat. Grüße gehen raus an Nico, der auch Top 8 gemacht hat, mit den beiden Profiles, hat Bock gemacht. Und ja, dann waren wir auf der Aachen Local zusammen, haben zusammen rasiert, war geil, hat Bock gemacht. Aachen City. Top 3. G61, meine ich. Was hab ich gerade gemacht? Okay. Aachen City 68? Nein, egal, ich glaube, ich muss das cutten, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall spiele ich momentan nur noch Locals, weil das Spiel mir sonst keinen Spaß macht. Ich habe keinen Bock, Troy hat jedes Game Ishizu und so zu spielen auf großen Wegen. Naja, in 2 Wochen oder? Naja, okay, nicht auch. In 3? Nee, auch nicht 3. Anfang Februar, was, wann ist das? 2? Warte, 2? Ja, aber da kannst du ja nicht. Hä? Was? Da kann ich nicht? Nee. Was kann ich nicht? Ich glaube, Köln Silver Cards. Boah, das Silvercards ist 25. Ach so. Nein, ich meine, Anfang Februar kommt ein neues Set raus. Ach so, ja. Noch schlimmer dann. Neues Set, ja. Ich habe auch meine ganzen Bistils in Ami, ich weiß gar nicht, ob ich die loswerden, also ob ich die abgeben muss, weil Amis werden dann, Bistils werden dann nicht mehr so gut sein wegen... Haben die Reprint? Nee, aber Dings, diese neue Triple Tactic kommt raus. Ach so. Kennst du nicht, ne? Ja, kenn ich. Ja, die. Und wenn du Bistils, dann hast du halt den Salat. Dann waren wir halt noch hier in der, auf der Regio letzte Woche. War ich auch nicht da. Grüße gehen raus an Leon und Grüße gehen raus an Calvin. Danke für die Profiles. Und ja, ey, da waren so viele Leute, die uns gegrüßt haben. Leute haben den Grüße, waren nicht dabei. Leute haben gesagt, so stabile Videos, dies, das. Und zu Grüße an alle, die uns da so Shoutout gegeben haben. Ihr seid alle krass so. Und viele, die uns noch nicht kannten, die meinten, ey, wir checken euch auf jeden Fall ab. Oder Shoutout auch an alle, die nach mir fragen, wenn ich nicht da bin auf den Events, aber ich hab keinen Bock. Ich hab einfach keinen Bock. Ich muss dir das immer sagen. So schlimm war das noch nie. Ich muss dir immer so sagen, Rams, der Stadt. Hä, warum? Ich so, ja. Ja, aber so ist das. Die müssen einfach Kid-Kalos. Smashen. Ja, einfach weg. Das heißt, was kommt jetzt demnächst? Bandit Prediction. Wir machen Q&A. Guck mal, wir haben Q&A. Ey, ich schreib ganz viele Fragen rein für Q&A. Bandit Prediction wollen wir machen. Wir wollten vielleicht noch auch so ein
Video machen, wie nennt man das? Ranking von den von 2022 Archetypes. Tierlist. Tierlist, aber nicht so, was am stärksten ist, sondern sowas am Dings. So die stylischsten Decks, so, keine Ahnung. Zum Beispiel. So was stylisch ist, so. Dark Magician. Bruder 2022. Dark Magician. Ja, auf jeden Fall, der ist raus. So halt. Aber das Ding ist, weil wir jetzt die nächsten Zeit Videos machen, ist das dann irgendwann nicht mehr so in oder nicht mehr so gefragt, weil 2020 schon so weit zurückliegt. Keine Ahnung, bald kommen ja auch die neuen Sets. Mal gucken, sollen wir ein Dings machen? Dieses Booster Battle. Haben wir auch seit Ewigkeiten Sind nicht da mehr gemacht. gute Sachen drin? Hä? Sind da gute Sachen drin? Ja, schon. Tactics? Tactics, dann die ganzen neuen Kashtira-Karten. Frag mal die Jungs hier aus dem Chat, ob die Bock darauf haben. Frag mal. Habt ihr Bock auf Dingens? Wer ist das? Booster Battle. Booster Battle mit Und Bestrafung. wenn ja, schreibt direkt, wählt was für eine Bestrafung. Schreibt am besten, Bruder, die Ich müssen will immer 80. irgendwelche ekligen Sachen. Bruder, Jetzt, das der Ding sagt immer, ist, nein, die der will mal müssen. sie schauen. Das Ding ist. Der will immer so eklig, also Mayo und Ketchup gemischt und so. Ich kotze dann. Ich will immer so schlagen. Was haben wir letztens gemacht, wo du das nicht wolltest? Weil ich Backlasche oder so. Lasche, ne? Voll flop. Das Ding ist, ja, lass uns nächstes Mal Faust Ich will machen. so Zwiebeln mit Essig oder so. Bah. Ich habe einmal diese Dings getrunken. Was war das mal? Wo ich gekotzt habe. Essig, Essig. ja. Aber so, das war nicht normales Essig oder so. Essig. Apfelessig Nein, oder so. nein, das war so Essig-Essenz. So pure, konzentriert oder so. Das Ich darf man dachte nicht echt, man kann trinken. das trinken. Das ging nicht. Man Hals und danach direkt raus. Aber krass war noch diese. Ach so, nach, nee, das war nicht letztes Jahr, sondern vorher noch die ganzen Booster Battle, ne? Ja, letztes Jahr bekommen. Letztes Jahr haben wir kein Booster-Battle gemacht, ne? Doch, Außer eins, eins. ja, genau. Das heißt, das Ding ist, Bruder, die müssen 80 verschiedene Kommentare schreiben. Ist egal, mach mal Ein ein Kommentar. langes. Mach einen langen Kommentar oder schreib irgendwas. Egal. Und ach, sowas auch. Dieses Jahr haben wir 1000 Abonnenten geknackt. Monetarisiert, so. Prost. Grüße gehen raus. Ja, Ja. dieses Q&A sollte ja so mäßig das Special 1000 sein, Abonnenten Special ne? sein. Ja. Egal. Mach mal die Abos voll, dann machen wir 2000. So. Übertreib jetzt nicht. 2000 so auf Schnapp. Easy. Aber so. Für Dingens schaffen wir das? Was? Bis Ende des Jahres 2000 Abos? Nein. Nein? Okay, ich sag doch, der sagt nein. Mal gucken, ob wir es schaffen. Was machen wir für eine Wette jetzt? Okay. Lasche. Nein, lass es langweilig. Du schlägst wie ein Mädchen. Der ist immer so. Keine Ahnung. Ich Schreibt auch in die nicht. Kommentare raus. Wurde dieses Kommentar für den Roman? Nein, keine Ahnung. Wir gucken mal, Ja, wenn uns. gucken wir mal. Ja. Das heißt, schön abonnieren, damit ich gewinne. Ey, aber das War war's mit krasses dem Video. Jahr. War ein krasses Jahr, so auf jeden Fall. Danke an alle. Danke an alle, die da waren. Danke an alle, War die kommen, krass. die überhaupt die gucken und so. Ihr seid die Besten. Ja. Wir wollten auch in die Richtung, aber das geht nicht. Wir haben schon, also ich habe überlegt, mit Twitch und so. Aber das kann man, das, ich schaff das nicht, ja. Falls das jetzt irgendjemand schreibt, ja, Twitch mal, das haben wir so Twitch mal geschafft. Also ich nicht, er auch nicht, so. Ich arbeite, studiere, der arbeitet, der Dings, der muss schon seinen Haushalt kümmern und so. Spülmaschinen einräumen. Spülmaschinen einräumen. Kartons in seinem Zimmer muss er immer so Dings wegräumen und so. Naja, jedes Mal. So mäßig. Deswegen. Ey. War krass. War krass. Bleibt auf jeden Fall gesund. Grüße an die ganze Community. Alle ein krasses neues Jahr. Jo. Und Keep your head up. keeps your straight head up. Peace.